Eltern haben einfach keine Ahnung, was wirklich wichtig ist. Morgen, Henry! Meine Tasche! Die gehört mir! Oh, danke, junger Mann. Erwachsene. Noch 15 Sekunden zu spielen. Henry läuft übers Spielfeld. Aus dieser Entfernung kann er niemals treffen. Das ist verrückt. Das ist unmöglich. Er hat's geschafft. Der Ball ist drin. Henry schießt das entscheidende Tor für Ashton Athletic. Ich muss irgendwie an Karten kommen. Karten. Karten. Aufgepasst, Schüler. Uns wurden freundlicherweise 2 Karten für das Spiel Ashton Athletic gegen Manchester United gespendet. Ruhe! Ich habe beschlossen, dass die Klasse heute Mittag ein Fußballspiel macht. Laura und Alf sind die Kapitäne und der beste Spieler von euch bekommt die Karten. Aber wer entscheidet, wer am besten gespielt hat? Ich, Henry. Und an meiner Entscheidung gibt's nichts zu rütteln. Kommt nicht in Frage, Henry. Ich lass dich doch kein Tor schießen, nur damit du der beste Spieler der Klasse wirst. Warum nicht? Die launische Laura hat dich als Torwart gewählt. Das wäre doch ein Klacks. Ja, aber wie soll ich dann der beste Spieler werden, wenn ich dich ein Tor schießen lasse? Sei nicht albern. Wir wissen doch sowieso, wer der beste Spieler ist. Hast du dich schon entschieden, wen du mitnimmst, Laura? Nö, das entscheide ich später. Siehst du, wir müssen es so machen. Aber wenn ich einen Ball von dir reinlasse, ist das doch Schummeln. So, nun kommt, Kinder. Stellt euch auf. Denk an die 7. Regel der roten Handbande. Mitglieder müssen seiner hochherrschaftlichen Majestät immer gehorsam sein. Und das bin ich. Aber... Und falls ich gewinne, werde ich mich sicher erkenntlich zeigen. Du meinst, du nimmst mich mit? Siehst du, Bert, ist doch gar nicht so schwer, oder? Gut, Kinder, das Spiel kann beginnen. Ah! Das war ein Foul! Ich sag's dir, foul mich nie wieder! Hey, das war unfair! Susi, zu mir! Gib ab! Gib schon ab! Das ist doch wirklich eine Schande. Fußball sollte ein Mannschaftssport sein und nicht eine Bande von Hooligans, die die Regeln missachten. Ach, los, versuchen wir es nochmal. Oh, Henry! Wieso hast du den Ball nicht an mich abgespielt? Hast du schon entschieden, wen du zum Spiel mitnimmst? Na gut, dann nehme ich eben dich mit. Ja! Tor für Lauras Mannschaft. 1:0. Ha, aber nicht mehr lange. Hola, hier drüben. Zu mir, Henry. Vergiss es. Hey, aber wir sind doch in einer Mannschaft. Mannschaft. Was ist los mit dir? Da war ein Vogel. Ein ganz großer. Er hat in mein Auge gemacht. Ich sehe aber keinen Vogel. Martin, warum hast du nicht versucht, ihn zu halten? Keine Ahnung. 2:1 für Lauras Mannschaft. Noch eine Minute. Gut, jetzt gibt's kein Erbarmen mehr. Oh, was soll ich jetzt machen? Zu mir! Schieß zu mir! Foul! Nehmt ihn den Ball ab! Schaut, da drüben! Tor!
aus dem Weg, Zwerg. Ich bring Mama und Papa ihren Saft. Aber ich bring ihnen morgens immer den Saft. Zu spät, Rantüte. Oh, aber du hast doch nichts Schreckliches reingetan, oder, Henry? Nein, mach die Tür auf. Aber ich kann es doch für dich reinbringen. Nein, lass los. Oh, du bist schrecklich, Henry. Hol einen Lappen und wisch das auf. Hä? Darf ich mitfahren, Papa? Ich gehe gern mit dir einkaufen. Natürlich darfst du, Peter. Raus, Henry! Das ist gemein. Du nimmst Peter ja auch mit. Wieso darf ich nicht? Weil ich vom letzten Mal noch genug habe, als du dabei warst. Das war bloß ein Versehen. Ich bin ganz brav. Versprochen. Ich will dir nur helfen. Bitte! Gurke, Tomaten, Salat. Papa hat gesagt, ich darf den Einkaufswagen schieben. Du warst das letzte Mal dran. Papa! Henry lässt mich aber nicht. Sei nicht so gemein, Henry. Schon gut. Peter kann ihn schieben. Mir ist egal, was... Was hast du gesagt? Peter kann ihn schieben. Das macht mir nichts. Geht es dir auch gut, Henry? Alles bestens. Dann sehr gut, sehr gut. Brav sein ist ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht. Wie wär's mit Lauch und Brokkoli? Ja, aber Mama mag lieber Blumenkohl. Gut. Henry, wir brauchen noch Bohnen. Ich weiß, wo die sind, Papa. Ist ja gut. Ich mach das schon. Das sieht vielversprechend aus. Henry, nicht! Stimmt, ich darf ja nicht. Henry, was machst du denn? Komm bitte sofort da runter. Schon gut, Papa, ich hab sie. Ich hab die Bohnen, Papa. Gleich gibt's Essen. Peter, kannst du... Den Tisch decken? Ja, mach ich. Warum darf ich nicht? Ich will heute mal den Tisch decken. Na schön, Henry, aber mach mir ja nichts kaputt. Ich darf aber sonst immer den Tisch decken. Lass los! Du lässt los! Na gut, wenn du unbedingt willst. Danke, Peter. Das hast du prima gemacht. Henry, setz dich ordentlich hin. Ich sitz aber doch ordentlich. Oh, ja, stimmt. Tja, dann schlürf deine Suppe nicht. Ich schlürfe nicht. Und die Suppe habe ich schon gegessen. Du meine Güte. Henry, du bist aber brav. Ich habe meine Suppe auch schon gegessen. Peter hat mich getreten. Peter? Ich weiß, was du vorhast. Du bist nur so brav, damit du zum Volksfest gehen darfst. Aber das funktioniert nicht. Ich weiß es. Ach nein? Nein, denn früher oder später stellst du was Schreckliches an. Das machst du immer, Stinker. Ich verzeih dir. Mama, kann ich auch was im Garten machen? Du? Wieso? Um dir zu helfen, natürlich. Also, da gibt es schon was, das du machen könntest. It's so easy being me. I'm hard, Henry. Ich wünsche mir eine galaktische Schleimpistole. Die muss unbedingt sein. Oh, und noch einen Bum-Bum-Zerstörer. Tja,
Hier, das ist für dich, Weihnachtsmann. Oh, vielen Dank, junger Mann. Das ist wirklich nett von dir. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir ein Lexikon, verschiedene Samen, ein Geometrieset und Briefmarken bitte. Keine Spielsachen. Ich hab schon so viel. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Geschenken? Nun, ich denke darüber nach. Super! Wenn Erwachsene sagen, sie denken darüber nach, dann heißt das immer ja. Henry, komm und hilf uns beim Aufräumen. Tante Ruth und Cousin Achim werden jeden Moment da sein. Warum müssen die gerade zu Weihnachten kommen? Tante Ruth schenkt mir immer nur Socken. Ich weiß, aber sei dieses Mal ein bisschen netter zu Achim. Ach, ich hasse diesen Achim. Wollt ihr wissen, warum ich Cousin Achim hasse? Er macht sich über unser Haus lustig, weil er in einem tolleren wohnt. Und über mein Planschbecken, weil er einen Swimmingpool hat. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Henry, bitte hilf deiner Mutter. Henry, passt auf! Oh nein, da kommen sie! Die Tür war offen, also dachten wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Psst. Ich hab dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine krieg ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Hä? Was? Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder. Oh, danke, Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Oh. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Ich steck fest. Ich stecke noch viel fester als du. Nein, ich stecke fester. So. Ach, Peter, der ist ja sehr schön. Den habe ich ganz allein gestrickt. Den habe ich extra für mich angefertigt. Mama, wir müssen dem Weihnachtsmann noch Plätzchen und Milch hinstellen. Das machen wir gleich. Ich wünschte, es wäre schon morgen. Warum? Damit du zusehen kannst, wie ich all die Geschenke auspacke, die du gerne hättest? An Weihnachten geht es ums Geben, nicht ums Bekommen. Knappe, du Zwerg! Wenn du nett bist, lasse ich dich vielleicht auch mal mit meiner galaktischen Schleimpistole schießen. Nein, danke. Ich krieg meine eigene. Nun, das wollen wir doch erst mal abwarten. It's so easy being me. I'm Henry. Ja, Mousse au Chocolat, mein Lieblingsessen. Henry, nimm die Finger da weg. Oh nein. Henry? Muss ich den ganzen Boden putzen? Ja,
Und die Wände auch. Ich will, dass für die Stumms alles blitzsauber ist. Und Henry, das ist ein Abendessen für die Erwachsenen. Du gehst ins Bett, wenn sie kommen. Ins Bett? Aber ich darf aufbleiben und Cello spielen. Das ist gemein! Papa, bitte, darf ich zum Essen aufbleiben? So wie letztes Mal? Auf keinen Fall! Das ist schon ewig her, da war ich ja noch klein. Ah, das Essen ist serviert. Nein. Ich bin erwachsener geworden. Ich verspreche, dass ich mich benehme. Nein, du gehst heute früh zu Bett, Henry. Das ist gemein! Das ist gemein! Das ist gemein! Das ist echt gemein! Was gibt's denn heute Abend, Schatz? Lachs mit Limetten und Ingwersoße und als Nachspeise Mousse au Chocolat. Mama, schön, dass ich heute Abend die Stumms kennenlernen darf. Netter Versuch, Henry. Aber das ist echt gemein. Peter darf auch aufbleiben und ihr esst Mousse au Chocolat. Ich liebe Mousse au Chocolat. Herr Stumm will Peter Cello spielen hören und dann muss er ebenfalls ins Bett. Ich gehe heute gern mal früh ins Bett. Ich kann verstehen, dass Erwachsene auch mal unter sich sein wollen. Sei nicht so gemein, Henry. Hör auf damit. Geh in dein Zimmer. Ich gehe nicht. Ich will aufbleiben. Ich will Mousse au Chocolat. Ich sofort. Will... Sofort. Und du kommst erst wieder runter, wenn ich's dir sage. Die Gäste sind da. Oh nein, die Mousse. Jetzt muss ich sie neu machen. Ah, guten Abend. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr und Frau Stumm. Ich bin Peter. War das eine Fahrt? Lass Herkules runter, Schatz. Schau mal, Mieze. Eine schöne, große, leckere Maus. Herkules! Hilfe! Oh, mein Aus, Baby! So müsste Peters Cello viel besser klingen. Armer Herkules, Mami beschützt dich. Sie sollten diese wilde Bestie wirklich einsperren. Das ist doch echt gemein. Ich hock hier drin und die da unten haben ihren Spaß. Schokolade, Mousse au Chocolat. Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt. Das Essen ist serviert. Oh je. Peter kann doch gar nicht so gut spielen. Da hat jemand in deinen Noten rumgeschmiert, Peter. Schlecht. Komm her, Kleiner. Braver Junge. Tut mir leid, aber das ist die letzte Nuss. Ach du Schreck. Und für die Kinder ist es herrlich, hier aufzuwachsen, denn... Oh, Herkules, böser Hund.